Das war ja auch eher so das Thema der ersten Staffel. Mittlerweile haben wir ein bisschen was geändert an Zielen, an Logs. Oh, das gefällt mir sogar richtig gut, wie ich das hier im Dschungel gerade baue. Schön. Und ich, meins heißt jetzt Conquest. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das bekannt ist. Aber das ist richtig schick. Also das ist wirklich ein richtig geiles Texture Pack. Finde ich jetzt. Also das muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Ist doch schön. So. Aber im Dschungel komme ich voran, weil das wollte ich ja jetzt auch schon in der letzten Zeit, ja auch in den letzten Aufnahmen vor der großen Pause auch geschafft haben noch. Da war ich ja auch noch dran gewesen. Und da habe ich das ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt hau ich mich ran. 1, 2, 3, hier 4 Blöcke. Ah, ich glaube, ich mache so eine 5x5, zwei Plattformen, zwei Etagen, so als Base. Außenposten. Ja, du machst das schon. So, warte mal eben. Minus 2700. Minus 2700. Das heißt weiter dahin. Der Dschungelstandort hier, das ist genau Herr Typs Basis. Das ist genau da, wo du dann eigentlich mit dem Minecart auskommen sollst in ferner Zukunft. Aber durch das Umwandeln der Map ist ja nun mal so, dass wir ein paar Unstimmigkeiten in der Map haben, ne? Ja. Weil die Map ja ursprünglich in 1.14, glaube ich, oder Ne, 1.15 15er. gerendert wurde und jetzt ist es ja eine 1.16er Map. Von daher habe ich hier gerade so eine Messerküste. Das heißt, die wurde hier einfach wie so, als wenn ein Brotmesser hier lang gefahren ist. Aber naja, soll mich nicht stören. So, minus 2000. Hallo, Mr. Eisbär. Ich tu dir nix. Du tust mir bitte auch nix. So, ja, Mr. Skelett, lass mich in Ruhe. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was ihr denn alle so im Dschungel gemacht habt. Ich meine, der Basti weiß ich nicht, was der gemacht hat. Ah, Keine nicht mehr Ahnung. viel, aber du wirst geschockt sein, was der gute Herr Typ gemacht hat. Da wirst du wirklich geschockt sein, da kann ich auf jeden Fall sagen. Da gehe ich von aus. Da war ich ja letztes Mal schon sehr überrascht, was der da alle hingezimmert hat. So, was wollen die Monster hier? So. Oh, ich muss noch 1000 Blöcke laufen. Das war jetzt 1000 was? 1000 Blöcke geht noch. Wir haben ja schon jetzt hier einen 900, großen Teil okay. überbrückt gekriegt. Das heißt, in die Richtung muss ich laufen. 2700 und 900. Wunderbar. Du kannst hier auch die Minimap direkt in deinen Mod-Ordner reinkopieren, weil die haben wir nämlich in den Chat reingestellt. Nicht als Download-Link, sondern direkt als die Datei. Die kannst du dir direkt rauskopieren. Okay. Und dann ist sie da. Ja, dann ist die einfach da. Die ist systemunabhängig. Das heißt, da kannst du entweder auf deinen eigenen Welten drauf spielen oder auf dem Server. Die ist komplett unabhängig. Ach so. Wie gesagt, ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Weil ich habe bis jetzt noch nie eine Minimap benutzt. Gut, ist mit Sicherheit praktisch, aber für mich war es bis jetzt nie eigentlich relevant, Ist weil. eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Die ist sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreich. Gut, du kannst ja natürlich wunderbar Sachen markieren, ne? Und auch auf der Minimap siehst du Monster und sowas. Ja, das weiß ich, das hast du mal erzählt. Andere Spieler auch. Echt? Ja, alles. Mobs, alles. Hm. Da kannst du auch schön sehen, wo ich auch ganz arbeite, wie weit ich mich unter die Erde buddeln darf. Hier bevor ich ja wieder auf den Minenschacht stoße. Cool. So, 2100 bin ich jetzt gleich. Und ich habe ein Baby-Zombie hinter mir und ich kann nicht wegrennen. Ich kann nur noch laufen. Oh nein. Ich habe hier noch ein kleines Problemchen mit meiner Wendeltreppe hier, die gefällt mir noch nicht so ganz. Och nee, 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 nicht die Dinger, nicht die Dinger, nicht die Dinger. Oh, Alter, lass mich in Ruhe. Ich bin gleich tot. Fuck, fuck, fuck. Oh, mein Schwert ist kaputt. Na, Geh ganz mal auf den klasse. Server runter. Geh mal auf den Server runter. Ich regel das mal eben. Oh. Bin ich jetzt. Habe ich gleich wieder volles Leben oder wie? Nein, ich gehe mal eben schlafen. Und dann sind die Mobs weg. Dann sollten sie weg sein. So.
Dazu gehe ich aber nicht in mein Bett, weil ich habe noch kein Bett im Dschungel. Scheiße, Skelett. Ich gehe nämlich mal eben in das Bett von dem guten Herrn Typen. Einfach mal sein Bett benutzen. Ja, geht es nicht anders. Aber der ist ja So, sehr sag gut Bescheid. aufgestellt. Ich sag Bescheid. Ich bin noch am Rennen. Ich renne durch den halben Dschungel. Komm, hoch. Boah, ich hab noch ein halbes Herz in Nitro, ne? Halbes Herz. Kannst du nicht Ich sterben. darf nicht sterben. Wobei, ich hätte ja noch was zu essen. Es war nur verrottetes Fleisch, aber das wird auch wohl gehen zum Heilen. Soll es wohl gehen. Es wird wieder langsam hell. Ich würde mal Also sagen, darf ich... Kann ich ja, du wiederkommen? kannst kommen. Du kannst kommen. Oh, bitte sind die weg. Oh, Gott sei Dank. Okay, sie sind weg. Wunderbar, danke. Boah, Alter, das war halbes Herz noch. Ich glaube, es geht los. So, ich muss jetzt erstmal das verrottete Fleisch essen. Ah, ich weiß nicht, ob du das machen solltest. Lecker Ich Gammelfleisch. habe jetzt auch nicht viel zu essen bei mir dabei. Alles gut. Ich habe, glaube ich, im Dschungel habe ich noch was. Wenn alles korrekt gelaufen ist. Er hat So, die warte Kisten auch mal. zurückgesetzt. Er hat die Kisten auch zurückgesetzt. Ja, hat er auch übernommen, ne? Ja, hat er auch übernommen. Ja, wollte ich sagen. Das sagt er immer. Von daher, da müssten da, glaube ich, noch Karotten oder sowas liegen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war wieder eine Akupunktur jetzt gerade. Naja, besser als... Ich bin immerhin nicht tot. Ja, schon mal anfangen. Aber sag mal, was ist denn mit Basti los? Der ist zweimal kurz hintereinander von seiner alten Brücke runtergefallen. Na, Hast es... Hast... die Brücke war ja auch echt katastrophal. Die war ja auch echt scheiße. Die war auch nicht schön. Hast du das gesehen? Das eine Ja. Mal habe ich das ja direkt vor mein Ding, vor mein Intro geschnitten. Das war cool. Das war gut. Und das andere Mal stand er da, macht seine Begrüßung und fällt auch runter. Ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Obwohl er doch so viele Zaunblöcke dahin gesetzt hat, ey. Ja, vor allem er sprang da alle Mann rum und macht und tut und klatscht weg. Ja, Ich habe buff. so Und gelacht. dann, nein. Oh, scheiße, schon wieder Schrott. Ich fand das so lustig. Die guten Fails. Ich weiß echt nicht genau, wie groß ich das Ganze hier eigentlich meinen Außenposten bauen soll. Riesig soll er nicht werden, aber der soll schon eine gewisse Größe haben. Okay. Ich schau mir das gleich mal an. Also jetzt sind es noch gut 200 Blöcke. Dann müsste ich da sein. So Kommst du ungefähr. gelaufen über Land oder über Wasser? Über Land. Über Land, das heißt ja, ich glaube, ich weiß, wo du herkommen wirst. Also minus 2700 war ja und dann irgendwie 900. Kannst du mich über Wasser? Über Wasser ist eigentlich der kürzere Weg. Und über Dings kommen. Bei Land. Fünf. So, warte mal. Minus. Stimmt das? Warte mal eben, ich schaue nochmal nach. Ach, kann ich ja gar nicht mehr. Haha, geil. So, also jetzt ist nur noch Wasser vor mir. Warte, jetzt müsste Okay, ich nur noch ja, nach. das kommt hin, das kommt hin. Siehst du mich auf der Minimap? Groß ist die auch wieder nicht. Ich sehe jetzt nur knapp 30 Blöcke weit. Ich laufe einfach mal weiter geradeaus. Gucken, wo ich rauskomme. Also im Moment sehe ich überall nur Schnee. Dann wollen wir gleich mal gucken, wo ich rauskomme. Ich weiß noch gar nicht, soll ich hier ziemlich offen lassen, aber ich glaube, ich lasse das ziemlich offen. Ich bin ja froh, dass es noch keine Haie in Minecraft gibt. Nee. Muss ich ja ehrlich gestehen. Ich glaube, dann hätte Aber du man hast ja deutlich... diese Unterwasserleichen, die hast du ja. Ja, die gehen mir auch auf den Sack. Diese Ertrunkenen. Alles Steve, der vor so und so viel Projekten draufgegangen ist. So, warte mal, ich muss mal eben... lecker Spinnenauge.
Oh, fuck. Ja, die Oh, Gott sei Bounty Dank. hat hier echt alles Mögliche rausgeholt, was er aus seiner Base rausholen konnte. Mal gucken, wo ich rauskomme. Du magst mir noch mal die Koordinaten in die in den Dingen schicken? Jo. So. So, das ist die erste Plattform. Die ist noch nicht schlecht, aber geht noch besser. Die zweite mache ich noch um einen größer und dann oben. Hier ist eine Spinne. Minuten sind wir schon. Mann, Mann, Mann. Also wenn ich demnach gehe, das heißt 2700, minus 2700, ne? Ja. 70 ist die Höhe und 900 ist der Längengrad oder der Ja, ja. Breitengrad. Ist ja auch egal. Dann müsste ich in die Richtung, wo ich gerade war. Ich habe auch nichts mehr Essbares dabei in der ganzen Soll Klasse. ich mal nach dir suchen? Also ich bin jetzt gerade irgendwo im Wasser. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, aber ich weiß nicht. In Schneebiom ist das richtig? Tundra oder Schnee, richtiges Schneebiom? Also es ist auf jeden Fall Schnee. So viel kann ich dir sagen. Schick mir mal die Koordinaten rein. Ich glaube, ich düse mal ein Bötchen hinter dir her. Also genau das, was in deinen Dingen steht, im Chat steht. Dieses minus 2700 und dann als letztes 900. Ja gut, 900 ist noch ein bisschen weiter weg. Warte, da muss ich jetzt mal eben hin. Warte mal, oder habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht? Kann auch sein. Ich laufe nochmal zurück, warte. Ich darf jetzt nur nirgendwo reinfallen, sonst bin ich tot. So, warte, 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 ich bin gleich bei. Ne, ich bin ja schon über 900. Ach! Warte mal, du brauchst, glaube ich, nicht los. Ich muss natürlich nicht 900, also 0,9, sondern natürlich zu 900, ne? Da muss ich noch ein bisschen laufen. Dann habe ich jetzt mich jetzt gerade vertan, da muss ich noch 800 Blöcke laufen. Was, das habe ich mir schon gedacht, war eigentlich sind das 3000 Meter, die Latschnuss. Ja, also 2000 bin ich ja in eine Richtung gelaufen und dann 900 gut in die andere Richtung. Aber gut, dann bin ich jetzt gerade nur falsch rumgelaufen. Hier ist noch Kohle. Brauche ich Kohle? Ne, ich brauche keine Kohle. Was zu essen, das wäre mir noch lieber. Habe ich hier ein kleines bisschen, wenn du brauchst. Ja, ich schaue gleich mal, was ich noch bei mir habe im Dingens und dann. So, ich bin gleich bei 300. Und im Moment ist noch alles voll mit Schnee. Das heißt, hier ist Snowy Mountains, also verschneite Berge. Mal gucken. Gucken wir, woraus kommen. Freunde. Wenn ich dann im Dschungel angekommen bin, dann mache ich einen kurzen Cut, dann rendere ich ein Video hoch und dann muss ich das gleich hochladen. Für heute, die Let's Mache ich Play-Folge. auch. Das habe ich nämlich heute nicht mehr geschafft. Produzierst du wieder auf eine halbe Stunde vor, oder wie machst du das? Ja, ich muss gucken. Also je nachdem. Meistens mache ich ja so Stunde, eineinhalb. Am liebsten wären mir immer 1,5 Stunden. Dann reicht mir das für 6 Tage. Weil, ne? Kann ich gut teilen in 6 Teile, jeweils ungefähr 15 Minuten. Und dann kann ich das auf 6 Tage verteilen. Also von heute bis Freitag oder Samstag, je nachdem, wie es fällt. Ah, da ist Dschungel. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, da ist der Dschungel. So, ich. Und dann kann ich dann am Wochenende nämlich wieder aufnehmen. Ja, ist gut. Okay, meine Aufnahme läuft Gott sei Dank auch noch. Wunderbar. Sehe dich, glaube ich, noch nicht. Nee, aber ich bin jetzt gerade an der Küste vom Dschungel angekommen. Da ist er. Der Dschungel. Ich bin endlich wieder da. Oh, was? Ich weiß noch, Herr Typ und ich, was haben wir gesucht? Nee, und wir beide waren das, ne? Wir beide. Richtig, wir waren auf Reise. Warum sind wir auf Reise gegangen? Auf große Weltreise. Wir Wir haben hatten eigentlich eine irgendwas Wüste, gesucht. wir haben einen Dschungel und eine Wüste gesucht. Wir haben beides gefunden.
Ja, die Wüste, da war ja so viel Böses. Da, Ja, da war Alter, ja so viel Böses. das war auch ein Fail. Also, da war ich ja auf einmal ganz woanders. Wir sind, Und ja, dann, stimmt, ja, du bist ja gestorben. Ich hatte da dir bin da ich eine ja Kiste ertrunken. hin, ja, ich hatte dir da eine Kiste hingesetzt. Genau, Mit da dem. bin ich ja ertrunken aus Gründen, die mir bis heute unerklärlich sind. Ach So. ja, gute Erinnerung. Das waren noch Zeiten.